Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident Weil, ja, auch ich habe mit großer Neugier das Papier der drei Bundesländer gelesen, das erstaunlicherweise beim Kollegen Schulz-Händel ja sogar Zustimmung geerntet hat, war aber schon ein wenig überrascht. Denn in der Tat, die drei Autoländer wollen gemeinsam voranschreiten. Und wenn man sich das dann anschaut, wenn man voranschreitet, wie lautet die Überschrift, wo der Bund endlich handeln muss? Meine sehr geehrten Damen und Herren, selber voranschreiten, aber jemanden anders auffordern, etwas zu tun, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Und so kommt man bei dem Thema alleine nicht voran. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wollen Sie dann vom Bund? Also neben Altbekanntem kommt denn eine Kernforderung, der Bund solle seine Vorbildfunktion bei der Einführung der Elektromobilität wahrnehmen. Er solle auch seinen eigenen Fuhrpark umrüsten. Dann könnte man sich auch die Frage stellen, was macht eigentlich die Landesregierung in diesem Bereich? Wir haben diese Frage gestellt, und zwar an den Herrn Ministerpräsidenten und die Landesregierung, und zwar im letzten Jahr, und haben ihn gefragt, ich zitiere aus der Drucksache 1643, Zitat, hat das Land eine Vorbildsfunktion in Sachen Elektromobilität, und falls ja, wer wird die Landesregierung dieser Vorbildfunktion glaubhaft bis 2022 gerecht? Die Antwort der Landesregierung, Herr Ministerpräsident, lautet, Zitat, die Meinungsbildung hierzu ist innerhalb der Landesregierung noch nicht abgeschlossen. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht mal Vorbild wollen Sie sein, beziehungsweise Sie diskutieren noch, ob Sie Vorbild sein wollen. Das ist wirklich ein Arbeitseinsatz, der schreit wirklich zum Himmel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir haben ja auch gefragt, ob das wirklich so ein großer Effekt sein kann, dass der Bund seinen Fuhrpark umgestaltet und was eigentlich die Landesregierung tun kann, und haben einmal die Landesregierung gefragt und haben im März dann endlich die abschließende korrigierte Antwort von der Staatskanzlei bekommen. Wie viele Autos der Landesregierung sind eigentlich geeignet, dass man sie auf rein batteriebetriebene Autos umstellen kann? Und die Landesregierung hat uns mitgeteilt, in Niedersachsen im Fuhrpark seien es 120. 120 von 7.169 Fahrzeugen könnte man umstellen, anderes geht technologisch nicht. Es sind 1,67% Ihres Fuhrparks. Herr Ministerpräsident, ich will aber fair sein. In dem Papier steht auch emissionsarme Antriebe. Wir haben gefragt, neben rein Batteriebetrieben, wie viel emissionsarm würde denn gehen? Sie haben geantwortet, 119. Also wir haben 3,2% des Fuhrparks, das geht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Beitrag der Landesregierung Niedersachsen. Das ist ein wenig arm, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir dann die Forderungen anschaue, die die drei Autoländer aufstellen, jetzt gemeinsam, sind es altbekannte Forderungen, die jedes Land bisher einzeln aufgestellt hat. Sie sind nicht neu und sie werden dadurch, dass man das Gleiche jetzt noch einmal gemeinsam wiederholt, auch nicht kräftiger in der Umsetzung. Und wenn Sie dann tatsächlich, Herr Ministerpräsident, das nehme ich Ihnen sogar ab und das ist sogar richtig, sagen, man müsse Umwelt und Arbeit miteinander verbinden und in Einklang bringen in der Zukunft, man könnte auch sagen Klima und Wohlstand unserer Gesellschaft, dann sehen wir das als FDP und Freie Demokraten genauso. Und da muss man dann auch mal ehrlich sein mit den Menschen. Wenn Sie die Projektion von Volkswagen zum CO2-Abdruck im Jahr 2030 eines rein batteriebetriebenen Autos sehen, Herr Minister Altusmann hat dem Ausschuss das hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dann werden Sie sehen, dass um die Pariser Klimaziele im Jahr 2030 einzuhalten, eine Umstellung beispielsweise von Dieselfahrzeugen auf E-Autos nicht die ausreichende Einsparung bringen wird, weil schlicht und ergreifend der Footprint beim E-Auto bei der Herstellung zu hoch ist. Das muss man heute aber auch mal tatsächlich sehen und dann die Frage stellen, wenn wir die Umweltziele erreichen wollen, die Klimaziele erreichen wollen, was müssen wir denn eigentlich tun, damit wir es tatsächlich schaffen? Diesel schafft es in dem Bereich tatsächlich auch nicht, Benziner natürlich noch viel weniger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn Sie dann in diesem Papier ausschließlich E-Auto-Ziele fokussieren, dann gehen Sie sozusagen einen Weg, wo Sie 2030 sagen müssen, leider haben wir unsere Ziele nicht erreicht, wie wir jetzt vor dem Jahr 2020 bei den Zielen stehen. Und das ist halt nicht ehrlich. Deshalb ist Technologieoffenheit die Frage der Stunde. Sie müssten durchaus, wie jetzt auch China massiv reingeht, in die Frage Brennstoffzelle, Wasserstoff tatsächlich gehen. Japan, Korea gehen diesen Weg. Sie müssen auch, lieber Kollege Schulz-Händel, überlegen, ob man nicht in der Tat über synthetische Kraftstoffe auch CO2-neutrale Kraftstoffe produzieren kann, wie die ETH in Zürich, die es gerade in einer Serienfertigung tatsächlich aufbauen will, weil nur dann wird man den Verkehrsbereich alleine hier entsprechend in die Emissionsziele bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann brauchen Sie auch das richtige Ziel, und die Freien Demokraten plädieren deshalb dafür, den Zertifikatehandel auf alle Sektoren auszuweichen. Also nicht mit irgendwelchen individuellen politischen Steuerzielen, die dann erreicht werden oder nicht, zu agieren, sondern die Menge des zur Verfügung stehenden CO2-Ausstoßes zu begrenzen und zu limitieren. Und wenn man es dann selber nicht schafft, Einsparersparnis in anderen Sektoren eventuell mehr Ziele zu übernehmen,
dafür sozusagen den Ausgleich zu kompensieren. Aber es darf dann halt diese Überschreitung tatsächlich nicht geben. Und das ist übrigens auch das effizienteste System, weil da nämlich der Wettstreit um die günstigste Lösung zur CO2-Einsparung in allen Bereichen der Gesellschaft entsteht. Und Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Das ist eben auch eine Botschaft, die wir den Menschen bringen müssen. Wenn wir diesen radikalen Wandel gemeinsam gestalten wollen, dann kostet das nicht nur eine Kugel Eis, wie es Jürgen Trittin einmal bei der Energiewende gesagt hat. Dann wird es gravierende Verhaltensänderungen geben, die auch nicht komplett sozial transformierbar sind. Und deshalb, liebe Grüne, denkt noch mal drüber nach. Diese Botschaft, 100 Milliarden in einen Fonds zu stecken und alles wäre davon gelöst, das wird nicht die Realität sein. Deshalb Effizienz nach vorne, damit die Ziele eingehalten werden. Und das geht nur über Emissionshandel. Herzlichen Dank.